Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute bei mir auf dem Channel, heute schön zum Samstag. Ja, ich grüße euch, schön, dass ihr mit dabei seid. Und um was geht's heute? Ihr habt es sicherlich schon am Thumbnail gesehen. Heute geht es um den Mercedes-Benz Limousine W205. Meine Lieben, ja, nicht wundern, ich habe hier immer meinen kleinen Chauffeur, ne, wo alle Daten auch mit dazu stehen, ne, ist ganz klar. Und zwar ist das ein Mod von der Modding-Gemeinschaft BrudiTV. Und ich freue mich sehr darüber, diesen Mod wieder vorstellen zu dürfen. Ne? Also danke an diesen Moment auch an euch. Ne? Und wer sich fragt, wo ihr die Mods bekommt, natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Da geht es direkt auf den Discord, ne? Und da einfach die Rolle geben beim Discord. Ist auch alles bildlich beschrieben. Und dann, wenn ihr euch die jeweilige Rolle gegeben habt, dann seht ihr natürlich auch, wo ihr den Mod bekommt. So, aber genug dazu. Wir gehen gleich mal rein in den Händler. Unter Fahrzeuge und da seht ihr schon BrudiTV PKW, meine Lieben. Und da schauen wir mal drauf und da sehen wir den Mercedes-Benz C180 2018 und da klicken wir natürlich auch mal drauf. Wir haben verschiedene Spezifikationen, ich will es euch einfach mal nennen. Und zwar lassen sich viele, viele Dinge öffnen. Ne? Es ist Interactive Control, wenn ich das jetzt richtig genannt habe, mit verbaut, ne? Damit ihr alles öffnen und schließen könnt. Es ist ein Beifahrerskript natürlich auch mit verbaut. Ne? Und die Spiegel haben auch sehr schönes Schmankerl. Ne? Da zeige ich euch dann, wenn wir uns den ganzen anschauen. Und natürlich gibt es auch noch so ein paar Dinge, die wir konfigurieren können. Das ist die Version 1.0. Und ist exakt 131,609 MB groß. Ja, das dazu, mein Lieben. Jetzt schauen wir uns das Ganze allerdings mal an. Wenn wir hier sehen, die Information kennt jeder. 132 kW, 180 PS, Automatikgetriebe, Tankinhalt 80 Liter, 300 km/h Spitze. Okay, und wiegt 2,3 Tonnen. So, was können wir aber bei diesem schnittischen Gefährt alles machen? Das zeige ich euch gleich. Und zwar... wir haben hier einige an Auswahlmöglichkeiten. Einmal haben wir das Ganze in Zivil und dann haben wir noch ein ganz anderes Schmankerl. Ja? Aber das zeige ich euch gleich. Und zwar Zivil. Lasst uns das Ganze erstmal anschauen. Hier ein bisschen näher ran. Was können wir da erst alles machen? Und zwar können wir Felgenauswahl. Haben wir vier verschiedene. Und zwar das ist die erste. Das ist die zweite Felgenwahl. Das ist die dritte Felgenwahl. Und das ist die vierte Felgenwahl. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal die dritte. Dann haben wir Reifenauswahl. Können wir ebenfalls noch machen. Und zwar, achtet bitte drauf, dann verändert sich das Ganze hier nämlich. Ne? Jetzt haben wir hier Michelin da stehen. Wenn wir eins weitergehen, müssten wir da Braun stehen haben. Wenn ich das richtig... Genau, ich dachte erst war ein Brabus, aber nee, Braun müsste das sein. Könnt ihr mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Ja. Und dann haben wir diese normalen. Wir nehmen Michelin. Reifenfarbwahl können wir auch nochmal machen. Und jetzt bitte hier bei Michelin drauf achten. Da gehen wir drauf. Und dann haben wir den Reifen clean. Ne? Also unbeschriftet das Ganze. Wir wollen das Ganze aber natürlich beschriftet. Deswegen bleiben wir auf der 1. Wir können uns auf dem in Bezug auf den Bremssattel, vorn wie auch hinten, deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal so an, können wir... wählen. Na, Bremssattel 2 haben wir hier vorne ein bisschen größer, hier hinten die Mini-Variante und Bremssattel 3 haben wir dann auch hier wieder etwas größer. Wir bleiben bei der 3. Ja, dann haben wir einmal die Grundedition und zwar haben wir das Grundpaket drin bei der Yellow Night Edition. Das ist weiß. Ja, und wenn wir da einmal Yellow Night Edition anwählen, da haben wir hier die gelben Streifen. Ne? Seht ihr dann hier und natürlich auch hier hinten. Ne? Überall verbaut und das Schöne, es ist natürlich auch in den Felgenringen mitzusehen. Ja, schauen wir uns dann alles gleich mit an. Dann gibt es noch die Black Night Edition. Wie ihr seht, jetzt gar nicht. Wenn wir es aber anwählen, haben wir hier natürlich ein schwarzes Dach und dann natürlich auch hier die Leisten am Fenster. Habt ihr gesehen? Machen wir nochmal weg. Und dann hier bei den Griffen ist es auch sehr schön zu sehen, färbt sich das Ganze um. Dann haben wir die Variante der Scheibentönung. Bei der Scheibentönung ist es wie folgt. Einmal ungetönt, ja, und dann haben wir hinten leicht getönt auf allen drei Seiten. Und wenn wir das Ganze dann noch ein bisschen dunkler haben wollen, dann haben wir stark getönt. Ja, dann sieht das Ganze so aus. Und dann gibt es wieder das Grundpaket. Ja, wir machen mal... Komm, wir machen mal stark getönt. Ne? Soll ja genau reingucken.
Dann haben wir Anhängerkupplung, meine Lieben. Seht ihr hier? Seht ihr gar nichts? Ist keine dran, aber man kann sie anwählen. Ja, die gibt es dann hier, hängt sie mit am Schlüssel. Die lassen wir mal dran. Sitzfarbe können wir auch noch variieren. Da mache ich das Ganze mal so. Dann müsstet ihr eigentlich ganz gut sehen. Haben wir einmal die Grundfarbe drin. Dann gibt es Black Night Edition. Dann wird das Ganze dunkel, sagt ja der Name schon. Und dann haben wir Grau und dann haben wir Weiß und wieder das Grundpaket. Wir nehmen mal Weiß. Ja? Dann können wir die Hauptfarbe vom Gefährt können wir ebenfalls ändern. Öffnet sich diese komplette Farbpalette. Ich würde sagen, wir nehmen mal Jens Grün Satin. Ja, sieht jetzt nicht schlecht aus, die Farbe, würde ich sagen. Dann können wir die Felgenfarbe, das machen wir auch mal so. Und zwar nehmen wir da mal dieses Satin. Habt ihr gesehen? Dann ändert sich das Ganze hier. Ich zeige euch das nochmal. Felgenfarbe, die setzen wir auf Weiß. Dann ist jetzt hier vorne alles weiß bei der Felge. Ja, die ist zweifarbig. Bremssattelfarbe können wir auch ändern. Den machen wir hier rot. Ne? Habt ihr gesehen? Hat sich auf beiden Seiten geändert, vorn wie hinten. Und dann Felgenfarbe 2. Die machen wir Jens Grün Satin. Also habt ihr hier hinten gesehen, die hat sich auch verfärbt. Hier vorne haben wir weiß und das andere der Felge ist Jens Grün Satin. Ja. Und dann werden wir uns das ganze Stück jetzt einfach mal mieten. So, und dann, wer aufgepasst hat, ich habe ja gesagt, es gibt dieses Design-Konfiguration einmal in Zivil, das, was wir jetzt gemacht haben. Und dann gibt es aber noch Taxi. Ja, Taxi, meine Lieben. Gibt es auch, ja. Und da könnt ihr natürlich auch variieren mit der Felgen, na, also mit den Felgen, sage ich jetzt mal, könnt ihr schauen, wie, was, wo. Könnt ihr zum Beispiel diese hier drauf machen. Na, Reifenauswahl könnt ihr dann auch wieder variieren. Dann Reifenfarbwahl ebenso. Bremssattelauswahl kann ebenso variiert werden. Scheiben stark getönt oder nicht. Ja, dann die Anhängerkupplung ist jetzt hinten ab. Die können wir wieder dran machen. Und dann können wir natürlich auch die Felgenfarbe. Die machen wir jetzt mal rot. Bremssattelfarbe machen wir gelb. Ja, ist so halb golden, finde ich. Also so schimmert es. Ne? Und hier machen wir weiß. Dann seht ihr, das funktioniert hier auch. Das Einzige, was ihr im Taxi nicht konfigurieren könnt, ist zum Beispiel das Innenleben. Ja, das geht nicht. Ja, das ist so, wie es ist. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich auch mal live und in Farbe an. So, hier habe ich schon drei für euch bereitgestellt. Ne? Hier haben wir unseren konfigurierten. Ihr seht, das ist alles schick schön. Wir schauen uns natürlich aber auch mal die anderen an. So, und ich weiß jetzt gar nicht, warum es jetzt leckt, meine Lieben. Kleinen Moment. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Ja, und nun schauen wir uns mal das Fahrzeug an. Wir können hier die Türen öffnen und schließen. Ja, können natürlich auch hier hinten die Heckklappe mit aufmachen. Wir können hiermit aufmachen und wir können hiermit aufmachen. So, das dazu. Und was wir natürlich auch aufmachen können, ist zum einen, wir müssen hier die Verriegelung lösen. Ja, dann seht ihr, bewegt sich vorn die Motorhaube. Und dann können wir auch hier reinschauen. Ja, das bedeutet, wir können die Motorhaube öffnen und schließen. So, machen wir wieder zu. Wunderbar. Steigen wir einfach mal ein in das gute Stück. Und von innen lässt sich nämlich auch einiges steuern. So, dafür machen wir mal hier die Tür zu. Und zwar können wir hier Fensterscheiben runter machen. Ja, und können diese natürlich auch mal hier drücken. Auf der anderen Seite wieder hochfahren lassen. Ja, so. Stecken wir einfach nochmal ein. Tür auf. Was wir auch machen können, wir haben hier einen Tempomat-Taster. Das bedeutet, wir können da losziehen. Ja, der fährt da los. Zum Innenraum sei gesagt, alles sehr, sehr schön gemacht. Finde ich richtig, richtig gut. Und wir können natürlich auch noch etwas anderes machen. Und zwar, wir können das Licht ein- und ausschalten. Ja, einmal so. Haben wir hier normales Licht an. Und wenn wir wieder reingehen und aufblenden, dann sieht er, ist vorne natürlich alles komplett beleuchtet. Ja, alles sehr, sehr schön. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder ausmachen. Ja, so viel sei dazu gesagt. So, genau. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir können natürlich auch hier unten, seht ihr, haben wir so einen kleinen Punkt.
Ja, können wir die Wandblinkanlage anmachen. Wenn wir jetzt das Ganze von außen anschauen, hinten wie auch vorn, ja, seht ihr, die Spiegel blinken ebenfalls mit. Und das dazu, dann können wir das natürlich auch hier erstmal wieder ausmachen. So, und ansonsten haben wir jetzt alles genau. Wir können natürlich auch den Beifahrer wechseln. Dann sitzen wir einfach hier drüben, ja, wenn es uns hier vorne nicht gefällt. Dann können wir uns natürlich auch hinten hinsetzen, ist auch sehr schön. Oder wir setzen uns hier hin, ja, dann ist das Ganze auch richtig schön. Also das dazu, mein Lieben. Und hier haben wir dann natürlich auch noch das ja, Taxi. Alle wissen, wie ein Taxi aussieht. Ne? Und hier stehen die Jungs auch nochmal, ne, Brudi TV, auch zu finden auf Instagram, ne? Oder natürlich im Discord. Ne? Ist natürlich auch alles unten in der Videobeschreibung. So, das war immer natürlich zu viel. Jetzt steigen wir einfach mal ein. Nehmen unser Gefährt. Und dann schauen wir mal, was uns das schnittische Teil hier auf der Geraden bringt. So. Excel fährt heute mal mit Tastatur. Wir müssen Anlauf nehmen. Und nun würde ich sagen, geht's einfach mal los. So. Wunderbar. Es schaltet. Es tut. Es macht. Okay. Es läuft. Ja. Ja. 160. 170. Ach, Kurve. So, aber Bremsen funktionieren auch sehr gut. Also ihr habt gesehen, ne, alles schick, schön. So. Genau, das ist nichts, das hat nichts mit dem Mod zu tun. Ansonsten, wenn ihr hier schaut, ne, ist der Mod alles an sich fehlerfrei. Na, ihr seht, wartet, ich habe das mal hier genau so. Genau hier, perfekt. So, wenn wir da schauen, seht ihr C-User, ne, und allem drum und dran. FS22 Prodi TV Mercedes, also der ist fehlerfrei. Ja, auf dem Server. Das andere ist einfach bloß was, glaube ich, von mir. Irgendwas mit dem Player. Na, ansonsten, der Mod ist fehlerfrei. Und ich kann euch den wirklich nur empfehlen. So, und ich werde jetzt einfach mit dem Ding noch ein bisschen rumgrusen. Ihr schaut gerne auf dem Discord vorbei bei Prodi TV. Gönnt euch den Mod. Unterstützt die Jungs. Die machen echt eine sehr, sehr gute Arbeit in Sachen Mods. Und ja, ich sage Dankeschön und tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.